Sack, unser nächstes Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Pro Evolution Soccer Maikla. Wir sind wieder am Start und heute geht es darum, in Liga 6 aufzusteigen. Wir sind in Liga 7 und uns fehlt genau ein Punkt. Das heißt, ein Unentschieden im letzten Spiel würde reichen und wir wären endlich mal wieder in Liga 6. Das Ganze aber relativ schwer, dazu gleich mehr. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich selber freuen, wenn ihr PS1 Max auf Guthaben oder Coins für Ultimate Team braucht. Schaut bei Random vorbei, Link ist in der Videobeschreibung und Instagram ist auch unten drin. Also auch da könnt ihr gerne vorbeischauen. Das Ding in diesem Spiel ist, es ist Pay to Win. Ich denke mal, das hat jeder mittlerweile durchschaut, denn wenn du dir einfach sehr, sehr viele GP kaufst, beziehungsweise nicht GP, wie heißen die, MyClub-Münzen, dann, hast du den Vorteil, dass du sehr, sehr viele gute Spieler bekommst und so war das bei diesem Gegner hier der Fall. Der hat nämlich wirklich nicht nur gut gespielt, sondern hat auch gute Spieler. Pedro zum Beispiel und Benzema. Der macht nämlich fast das 1:0, es bleibt erstmal bei 0:0. Matuidi versucht es dann nochmal, aber der wird gleich mit dem Pass scheitern. Allgemein, wie gesagt, ist das so ein bisschen das Problem in diesem Spiel. Und auch hier, wenn du mit Jovetic mal einen Ball bekommst und eine Flanke reinschlägst, dann ist Buffon halt da und auch der ist ein sehr, sehr guter Keeper. Also, es ist wirklich ein bisschen Pay-to-Win und daran muss Konami nächstes Jahr definitiv arbeiten. Hier mal ein Ball auf Jesse Rodriguez, aber dann kommt Philipp Lahm von hinten und von vorne noch irgendwer. Und Jesse braucht zu lange, um den Ball zu schießen, deswegen bleibt es beim 0:0. Pedro auf der anderen Seite mit Isco im Zusammenspiel. Da seht ihr wirklich, der hat den Kader, der war bombastisch. Wir werden gleich übrigens auch nochmal zwei Spieler ziehen, mal sehen, was da gelaufen wird. Und es steht dann plötzlich auch 1:0 durch Toni Kroos. Wunderschönes Tor, kann man wenig gegen machen und genau das ist halt der Punkt. Du kannst gegen solche guten Spieler nicht verhindern, dass sie Tore schießen, egal was für einen guten Torwart du hast. Ich habe ja nur Manuel Neuer, das ist der Beste im Spiel. Trotzdem, ja, bringt er meistens absolut gar nichts. Andere Seite, direkte Antwort quasi und die Möglichkeit auf einen Ausgleich durch Quintero, der scheitert und Jesse mit dem nächsten Volley scheitert auch an Gigi Buffon. Der ist ein wirklich guter Keeper in diesem Spiel. Und wenn du die Top-Spieler hast, dann gehen solche Dinger halt auch nicht rein. Jovetic versucht es dann hier mal wieder. Ja, in der 37. Minute setzt sich auch gut durch, geht in den 16er auch rein und zack, steht 1:1. So kann es natürlich auch mal laufen. Wunderbar von Stefan Jovetic. Einmal durchgelaufen, einer der Abschluss in die kurze Ecke, beziehungsweise in die linke Torecke. Und zack, steht 1:1. Das wäre natürlich das Ergebnis, was reichen würde für den Aufstieg. Wäre also ganz schön. Und es ging sogar weiter mit guten Chancen. Jesse hier, er muss nur querspielen zu Caetano. Und er spielt ihn in den Rücken. Genau das ist auch so ein Punkt. Teilweise ist die Engine einfach so, dass man machen kann, was man will. Es funktioniert nichts. Benzema hier mit einem Lupfer, der war richtig gut an sich. Leider Gottes geht er übers Tor, muss ich leider sagen, von den Gegner. Denn das war wirklich schön gemacht. Es ging aber weiter nur mit Chancen für ihn. Benzema mit dem Doppelpass mit Pedro, der Schuss. Und dann ist Neuer endlich mal da und hält diesen Ball. Allerdings hat das nicht viel gebracht, denn es ging weiter auf der anderen Seite mit Benzema. Setzt sich durch und macht genau wie Jovetic. Er geht vorbei an der Verteidigung. Bonucci hier unzureichend. Das war richtig schlecht gemacht. Neuer kann dann auch nichts mehr machen. Und Benzema macht halt die Bude. Er hat halt das Rating und der ist halt gut genug, um diesen Ball reinzumachen. Dass Bonucci da so scheiße verteidigt und dass Neuer da auch nichts machen kann, ist bitter. Aber was willst du im Endeffekt dagegen tun? Es gab dann direkt danach wieder eine Chance. Matuidi mit dem Ball auf Benzema, der auf Pedro. Und Pedro, Überraschung, zurück auf Benzema. Der steckt nochmal durch. Nee, doch nicht, oder? Nee, er zieht einfach ab. Das war der Fehler in der Situation. Neuer ist nämlich da. Macht im Endeffekt aber nichts, weil ich verliere 2:1. Ist nicht so schön. Ab demnächst wird das Ganze übrigens live sein. Hier, ich sehe das immer bei den englischen YouTubern, finde das unterhaltsamer. Denn, keine Ahnung. So ist es zwar weniger Aufwand, beziehungsweise mehr Aufwand eigentlich. Aber irgendwie, ich mag das live lieber und ich glaube, das ist auch besser so. Wir werden jetzt noch erstmal Verträge verlängern hier. Meine Verträge sind nämlich ausgelaufen. Das ist der Grund, warum ich gleich nur zwei Top-Agenten ziehen kann, weil ich habe nicht genug GP für drei, denn, ich muss hier einmal den Cáceres verlängern, dazu muss ich noch den Herrera verlängern und ich muss noch den Juan Fran verlängern. Ich weiß ja auch nicht, was ich in den Packs bekomme, dementsprechend ist das notwendig. Ich finde es auch doof, dass man nur 10 Spiele verlängert, weil diese Kosten doch relativ hoch sind dafür, was man bekommt an sich. Deswegen, das ist teilweise ein bisschen blöd, aber gut, wir haben schon ein System dahinter, von daher will man sich natürlich immer beschweren. Wir ziehen jetzt einmal die beiden Top-Agenten und schauen mal nach, was uns da so erwarten wird. Ich kann euch sagen, es war, interessant auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall Top-Agenten und wir haben eine 80%ige Chance auf schwarze Bälle. Ihr wisst, normalerweise habe ich da relativ viel Pech bei, denn ich kriege immer die goldenen. Aber wir schauen mal, wie es diesmal werden wird und ob wir schwarze Bälle bekommen. Es sind die Halbfinalbälle, das heißt nur noch Spieler, die in Teams sind, die im Champions League Halbfinale stehen. Das heißt Bayern, Juve, Real und Barca. Und der erste Ball wird gleich mal ganz knapp noch schwarz. Allerdings ein bisschen enttäuschend. Die Schuhe sind, glaube ich, sogar lizenziert. Ja, sind sie, aber es ist im Endeffekt nur Pedro. Das ist zwar an sich ganz nice, weil auf rechts habe ich Caetano und Pedro ist nochmal ein Stückchen besser. Allerdings ist das jetzt auch nicht so krass. Also für einen 80er Ball, beziehungsweise für einen schwarzen Ball, hätte ich mir ein bisschen was mehr erhofft. Und auch der nächste Ball wird wieder sehr interessant werden. Es wird wieder ein Spieler von Barcelona werden. Und es wird diesmal ein besserer Spieler werden. Und darauf könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ich habe mich auf jeden Fall an sich gefreut.
bis ich dann das Rating gesehen habe. Das war nicht so geil dann im Endeffekt, wie ich es erwartet habe. Aber gut, PES ist bei den Ratings ja teilweise zumindest realistischer. Kaitano hat ein 76er Rating, auch wenn dann FIFA nur irgendwie 66 hat oder sowas. Aber gut, wir kriegen einen schwarzen Ball diesmal ungefährdet, deswegen wird es auch ein besserer Spieler. Hat auch sehr, sehr schöne Schuhe. Allerdings ist es, naja, leider nur Xavi. Xavi ist sehr langsam, hat gute Technik, hat aber auch nur ein 83er Rating. Was ich ein bisschen schade finde, weil ein bisschen mehr wäre schon ganz schön gewesen, wenn ihr das Caetano und 76er Rating hat. Aber gut, von mir aus nehme ich auch den natürlich mit. Ist ein zentraler Mittelfeldspieler, kann ich Cáceres ersetzen, beziehungsweise Herrera. Das ist schon mal ganz in Ordnung. Und mit Pedro haben wir einen guten rechten Flügelspieler. Jetzt haben wir noch 6 Agenten hier, die wir kombinieren können. Das werden wir natürlich auch nochmal machen. Haben da einmal Verteidiger. Und einmal einen Rechtsfuß aus der holländischen oder portugiesischen Liga, habe ich dann entschieden. Da ist die Chance natürlich relativ gering, weil es auch nur 2-2-Sterne-Agenten waren. Das heißt 0,8% Chance, dass ich einen schwarzen Ball bekomme. Aber das soll ja nichts heißen, denn auch Company habe ich ja in so einem Pack bekommen. Von daher, beziehungsweise Pack in so einem Agent mit so einem Agenten bekommen. Oder in einer Kombination von Agenten. Von daher, die Chance ist gering, aber die Chance ist auf jeden Fall existent. Wenn wir mal schauen, was es werden wird. Natürlich ist der Vorteil, dass man auch egal, was für Spieler man hier bekommt, sie zumindest entlassen kann und dafür GP bekommt, was schon mal ganz schön ist. Wir kriegen leider nur einen bronzenen Ball zwischen 2 silbernen und neben dem goldenen noch. Ist ein bisschen bitter, ist auch kein interessanter Spieler, ist nur Scalia von Brutiel oder irgendwie sowas. Kann man auf jeden Fall für 250 GP discarden, was auf jeden Fall ganz in Ordnung ist. Der letzte Agent dann für dieses Pack-Opening, beziehungsweise Ball-Opening, beziehungsweise PES-Video, ist dann nochmal ein 3-Sterne-Agent. Und zwar bei allen drei Kriterien. Und dementsprechend ist die Chance natürlich höher, einen guten Ball zu bekommen und einen guten Spieler zu bekommen. Allerdings wird es genau der Ball vor dem Schwarzen. Es ist natürlich mal wieder Pech. Ich habe gesagt, ich habe halt sowas Pech. Und es wird im Endeffekt niemand Geringeres als Martinez. Der kann Verteidiger und Stürmer spielen. Ist auch sehr, sehr interessant. Aber von mir aus, auch den werde ich discarden. Und das war es dann von diesem Video. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Morgen geht es dann weiter mit einer neuen vielleicht Serie. Naja, wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.